Moin, moin, da sind wir wieder. Da kommt auch gerade der Jacob an. Ich habe uns mal ins Zugdepot gebeamt mit Schnellreise. Holen uns erstmal unser Geld ab und holen da vorne bei Mr. Green unsere nächste Quest. Let's go, ich bin gespannt, was es ist. Ein Dorn im Auge, empfohlenes Level 6. Evie und Henry suchen in ihren Büchern nach einer Zeichnung des Schlüssels, den Miss Thorn gestohlen hat. Meisterassassine. Okay. Schicke Belohnung. Schauen wir mal. Hört sich ja gut an. Mit Mr. Green. Der Typ von The Big Bang Theory. Ratsch. Irgendwie sieht er so aus. Was bringt ein Schlüssel, wenn man nicht weiß, welches Schloss er öffnet? Wahrscheinlich steckt Miss Thorn in derselben Zwickmühle. Henry! Mr. Green, hier, das ist es. Der passt zu einer Schatulle der Königin. Sie ist im Tower von London. Die reinste Festung. Sie haben nicht zufällig Freunde dort. Ein Wachmann. Falls Sie ihn finden, wenn Sie drin sind. Wir sprechen uns, wenn ich das Tuch habe. Danke für die Hilfe. Richtig, ja. Viel Glück. Evie? Oha. Die mögen sich. Habe ich so leicht den Anschein? Hat es leicht den Anschein und nicht die Vermutung. Pubs waren auf Pendler ausgerichtet. Sie befanden sich an den Ecken der Hauptstraße für jene, die zu Fuß unterwegs waren, und an den Depots für jene, die mit Bussen fuhren. Viele Londoner U-Bahn-Stationen tragen noch immer die Namen von Pubs: Royal Oak, Angel, Swift Cottage. Kleine Zwischeninfo mal wieder gehabt. Ist ganz nett. Jetzt müssen wir in den Tower. Eieieiei. Das kann ja was werden. Und gerade mit meiner filigranen und sehr subtilen Art, Dinge hier anzugehen. Das wird was. Aber gut, immerhin ist ein Wachmann drin, der kann uns ein bisschen helfen, hoffentlich. Falls ich den nicht aus Versehen, gerade den aus Versehen am Anfang gleich umlege. Da sind wir. Sehr viele Wachen. Vorhersehbare Patrouillenwege. Thorn könnte schon drin sein. Ich bleib lieber hier im Schatten. Jo. Während sie das sagt, springe ich an Land ins Licht. So, schauen wir mal. Wie kommen wir jetzt? Naja, da oben wird es ja wohl noch recht einfach sein, hinzukommen. Kann ich nicht rauf? Die Alte? Doch. Ja, gut, auch gut. Schick sieht's aus hier mit dem Mond und alles, ne? Kann man ja nicht meckern. Sternhimmel, alles da. Was will man mehr? Das Tuch ist in der Truhe, zu der dieser Schlüssel passt. Findet es und bringt es her. Halt! Escort to the keys. Halt! Who comes there? The keys. Whose keys? Queen Victoria's keys. Pass! Queen Victoria's keys. All is well. Ihr seid nicht von der königlichen Wache. Wie viele seid ihr? Sag es. Lasst mich los. Das ist Verrat. Wartet nur, bis ich rauskomme. Das werdet ihr büßen. Was ist denn hier los? Gut, Luffy Thorn sollen wir diesmal endgültig eliminieren. Verbündete Wache ist eine Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Eine Gelegenheit haben wir bei dem Constable. Und die Infiltrationsgelegenheit ist Chief. Yo Man? Oder wie heißt der? Yo Man? Yo Man? Yay Man? Egal. Rein ins Vergnügen. Weniger als 5 königliche Wachen töten, das wird nix. Am besten knall ich gleich 5 weg, damit ich das Ding weg hab da oben. Gelegenheiten finden. Ja, da ist der Schlüssel. Oh mein Gott, der bewegt sich auch noch. Ja, natürlich. Wird er getragen? Kann die nicht mal hier irgendwie was Vernünftiges? Das ist schon mal gut. Oh oh. 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 Hat mich zum Glück keiner gesehen von den Bobbys. Heißen die Bobbys, die mit den Fernmützen, oder sind Bobbys generell, das sind generell die Polizisten in England? Auf jeden Fall hier die Fellkappenträger da, die
Theoretisch dürfen die ja nichts machen, ja, wenn ich da vor denen stehe. Wir sollen sie ja nicht bewegen. Ho, ho! Ach so, da will er hin. Ein Glück, ey. Mann! Wenn ich sie wäre, würde ich das lassen, Miss. Okay. Er weiß, dass wir da sind. So. Chief Yeoman Water. Vorteil. Öffnet alle Türen, trägt eine Generalschlüssel, mit dem jede Tür in der Burg geöffnet werden kann. Strategie, den Generalschlüssel stehlen. Ja. Das ist auch mein Plan, aber... Ha? Oh. Dieses Weibsbild kommt mir verdächtig vor. Tut mir leid. Ging nicht anders. Ich sollte den vielleicht da wegnehmen. Trag ihn. Oh, guck mal hinten. Ey, ist ja was los, Leute. Ey. Nicht gut. Kann ich ihn werfen? Vielleicht damit jemand anders erschlagen? So, einen haben wir schon mal auf dem Teller. Aber wenn der sich gerade umdreht, was will ich denn machen? Ja, dann muss ich den umlegen. Das geht nicht anders. So, da ist irgendwas. Mann, wie komme ich denn da jetzt hin? Da ist das R und das andere ist da und überall dazwischen die Gendarmerie. Oh Gott, oh Gott. Nein, geh doch um die Ecke, Mensch. Hups. Ja, das ist doch toll. Mensch, die hält sich aber auch immer fest. Ja, soll sie gar nicht, ne? Mache ich ihn jetzt? Egal, ich kill die ganzen Wachen einfach. Was soll's? Ich schaffe das eh nicht, da durchzukommen mit wenigen. Es sitzen nur vier. Wie soll das funktionieren? Verstecken? Und jetzt schnell hinterher. Okay, weiter. Nee, das lasse ich lieber. Wir können ja so hier schon mal rein. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich habe jetzt zwar schon zwei getötet, aber vielleicht kommt man ja trotzdem noch so rum. Nachher ärgert man sich, dass man den einen getötet hatte, ja, der eigentlich gar nicht nötig wäre. Aber abwarten. Schauen wir erstmal weiter. Weiß ich nicht. Ich schwöre es. Dann wirst du für dein Verbrechen büßen. Verbündete Wache, der ist das. Vorteil. Schaltet einzigartige Attentat frei. Kennen Sie? Kann sie in die Nähe von Luffy Thorn bringen, ohne Verdacht zu erregen. Strategie mit der verbündeten Wache reden. Yo, wenn jetzt hier sonst keiner... Was hat er denn da? Ach so, er hat ja immer noch gerade den erwischt. Du gehörst zu Henry Green, oder? Wo willst du das jetzt eigentlich wissen? Den legt er hier einfach um, dann hätte er auch für Henry Green, oder ihn kennen können. Dem Himmel sei Dank, diese Thorn hat als Wachen verkleidete Templer eingeschleust. Ich denke, ich ging lange genug als einer von denen durch, um dich reinzubringen. Aber die Wachen kennen mein Gesicht. Kümmere dich zuerst um die. Komm zum White Tower, wenn du soweit bist. Okay. Die verkleideten Templer töten. Drei Stück sind's. Versuchen wir es. Also ich glaube, die Aufgabe wird hier ein bisschen umfangreicher und länger dauern. Schade, dass nicht die, die ich jetzt umgelegt habe, ne? Welche sind? Die gemacht werden mussten. Psst. Halt doch mal den Mund. Wenn das der Verbündete wüsste. Jetzt haut er ab. Oh. Ein haben wir. Finde ich. Ich mach da mal einen Haufen da hinten. Wenn sie es finden,
doch mitten im Licht, ne? Also noch besser geht's ja nicht. Aber hier kann ja theoretisch keine Wache mehr langkommen. Ist ja tot. So. Da, hinten. Beide in die Richtung. Da kommt mir gerade eine Wache. Eine Patrouille, besser gesagt. Warum will er denn nicht? Oder sie, besser gesagt. So. Und hüpf. Entschuldigung, Messi. Ich komme gleich rüber und setze meinen Schlagstock ein. Sie, keine Bewegung. Mist. Und das war's, glaube ich. Ausreichend, du blödes Stück. Mann, was hält der aus? Ich hau ab. Oh Gott, ey. Wer kommt davon, wenn man nicht guckt? Das ist ja natürlich jetzt Bullshit. Keine Medizin. Na, nun regenerier dich doch. Ach, du ahnst es nicht. Das kommt davon, wenn man einfach losspringt, ne? Dabei wäre das so ein schönes Ding für Doppelattentat gewesen auch noch. Die kriegst du ja auch nicht tot im direkten Kampf. Ach, Medizin, sehr geil. Das ist doch immerhin etwas. 50% haben wir wieder aufgefüllt. Ach, warte mal, hier drüben ist er, ne? Da. Schnell rüber. Ja. Oh. Jo. Ja, das ist ja super. Wenn ich den herbekommen würde. Ach. Oh, 7, 7, 6. Das ist der Templer. Verbündete Wache? Wie? Hä? Dann sind das hier alles verbündete Wachen? Oder was? Warum töte ich die dann? Aber warum... Das verstehe ich jetzt nicht, aber er hat doch zu mir gesagt, was wollen sie denn hier? Habe ich vielleicht noch ein Wurfmesser? Dann machen wir das doch so. Da gehe ich doch gar nicht rein da. Ups. Okay. Was macht denn der jetzt? Wo ist der andere überhaupt? Der patrouilliert da einsam vor sich hin. Das wäre jetzt erstmal das bessere Ding gewesen, anstatt ihn hier. Du komm mal ran hier. Auf den Meter, ne? Kennst du ja. Zu weit weg. Was ist das denn? Warum leuchtet denn das da so? Ach, das ist ein Eingang. So, jetzt kommt er wieder. Also will der mich verarschen? Gehen wir halt hier rüber. Immer noch zurück. Ne. So, den haben wir. Und den holen wir uns. Ein Messer haben wir noch. Ah, schade. Schade. So. Haben wir verbündete Wache erreichen?
Ohoho. Hier springt er aber auch wie so ein Frosch lang, ne? Der hat's ja auch, sich ein gutes Versteck hier ausgesucht. Okay, Marsch. In Deckung gehen hier. So. Das waren alle hier draußen. Was jetzt? Miss Thorne würde mich gerne schnappen. Wenn sie mich in Ketten sieht, wird sie vielleicht unvorsichtig. Kannst du das irgendwie vortäuschen? Du meinst so tun, als wärst du meine Gefangene. Ich tue mein Bestes, Evie. Sind jetzt hier dicke Kumpels oder was? Interagieren. Kreis. Interagieren Sie mit Kreis mit der verbündeten Wache, um eine Gefangennahme vorzutäuschen. Sie können Ihr Tempo mit L oder R2 ändern, wenn Sie eskortiert werden. Bewegen Sie sich langsam, um Ihre Entdeckungsradius zu verringern. Vermeiden Sie eine Entdeckung durch die Templerwachen. Hä? Das war's doch hier eigentlich schon, ne? Gut. Hilfe! Erreichen. Wenn wir zu nahe kommen, merken diese Templer vielleicht, dass ich keiner von ihnen bin. Dann halten wir lieber Abstand. Das ist eine gute Idee. Schützen wir hier auf. Fechtsmodus um. Öffnet die Tür! Sagt Miss Thorne, dass ich die Assassinen bringe. Ja, mach's doch noch lauter. Ich wusste, wir kriegen dich. Und jetzt? Alter, was ist denn hier los? Sind das die, die jetzt, oder was? Wo ich nicht so dicht ran darf, oder wie? Das ist aber ein bisschen blöd, weil... Die stehen ja hier alle rum und machen nichts. Ich versuch's einfach mal. Oder gehen wir mal so. Als ob du es mit Miss Thorne aufnehmen könntest. Ja, das ist natürlich das Problem. Ach so. Hier muss doch irgendwas sein. Alter, ist das ein Bunker? Du hast sie, guter Mann. Ja, aber bevor wir hier weitermachen, werde ich jetzt eine Pause einlegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir entdeckt werden gerade. Schnell weg. So. Also, bis dahin. Ciao.